Edmund Landau, Mathematiker, 1909 bis 1934, Herzberger Landstraße 48. Edmund Landau. Edmund Georg Hermann Landau, geboren am 14. Februar 1877 in Berlin, gestorben am 19. Februar 1938 ebenda, war ein deutscher Mathematiker, der sich um die analytische Zahlentheorie verdient gemacht hat. Leben. Landau stammte aus einer großbürgerlichen, assimilierten deutsch-jüdischen Familie. Sein Vater Leopold Landau war Gynäkologe und verstand sich sowohl als deutscher Patriot als auch als Zionist. Diese Anschauungen übertrug er auch auf seinen Sohn. Landau besuchte in Berlin das französische Gymnasium. Schon zu seinen Schulzeiten fiel seine außerordentliche mathematische Begabung auf. Er studierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität zu Berlin, wo er 1899 bei Ferdinand Georg Frobenius über ein zahlentheoretisches Thema promovierte. 1905 heiratete er Marianne Ehrlich, die Tochter des Nobelpreisträgers Paul Ehrlich. 1901 habilitierte er sich und lehrte bis 1908 als Privatdozent an der Berliner Universität. 1909 nahm er einen Ruf nach Göttingen an, um die Nachfolge von Hermann Minkowski anzutreten. Dort wirkte er gleichberechtigt neben den hochrangigen Fachkollegen David Hilbert und Felix Klein. 1912 hielt er einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Cambridge. Gelöste und ungelöste Probleme aus der Theorie der Primzahlverteilung und der Riemannschen Zeta-Funktion. 1921 war er Präsident der Deutschen Mathematikervereinigung. 1924 wurde er Ehrenmitglied der London Mathematical Society. 1933 wurde er von nationalsozialistischen Studenten boykottiert und 1934 infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Bis zu seinem Tod lehrte er nur noch sporadisch in Brüssel und Cambridge. Landau engagierte sich sehr für die Gründung und Ausstattung der Hebräischen Universität in Jerusalem und vermachte dieser in seinem Nachlass eine umfangreiche Bibliothek. Zu Landaus Schülern gehörten Harald Bohr, Dunham Jackson, Paul Bernet, Detlef Kauer, Werner Schmeidler, Adolf Hammerstein, Alexander Ostrowski, Karl Ludwig Siegel, Gustav Dötsch, Erich Kamke, Werner Rogosinski, Arnold Walfis und Hans Heilbronn. Persönlichkeit und wissenschaftliches Werk. Landau galt als sehr engagierter und guter Lehrer. Er war bekannt dafür, die höchsten Ansprüche an sich selbst und seine Studenten zu stellen. Seine Bücher waren in einem trockenen, lakonischen Stil verfasst, Landau-Stil, der jedoch nicht des Humors entbehrte. Landau war die Personifikation des reinen Mathematikers, der jede angewandte Mathematik naserümpfend von sich wies. Selbst die Geometrie galt ihm zu sehr der Anwendung verhaftet, so dass er sie aus seinem Arbeitsbereich ausklammerte. Sein Hauptarbeitsgebiet war die analytische Zahlentheorie. Unter anderem gelang ihm eine Vereinfachung der vorliegenden Beweise des Primzahlsatzes und seine Verallgemeinerung auf algebraische Zahlkörper. Landaus Vorlesungen und Veröffentlichungen waren Kunstwerke der mathematisch knappen und exakten Beweisführung in der Art Satz, Beweis, Satz, Beweis, die jede Form der Erklärung und Erläuterung zur Motivation ausließen. Dies galt vor allem für seine Grundlagen der Analysis. Das machte seinen Hörern und Lesern das Verständnis jedoch nicht gerade leicht. Als Hilbert 1938 vom Tod Landaus erfuhr, soll er im Hinblick auf diese Strenge und Exaktheit gesagt haben, er war der Pflichttreueste von uns allen. Als Vertreter der reinen Mathematik war Landau in der Göttinger Fakultät jedoch zunehmend isoliert, nachdem sich seine Kollegen, insbesondere Hilbert, Courant und Born, immer stärker für die mathematischen Probleme in der theoretischen Physik, insbesondere in der Quantentheorie und der Relativitätstheorie, zu interessieren begannen.
Landau galt als nicht einfache Persönlichkeit. Sein erhebliches Selbstbewusstsein wurde von anderen häufig als Arroganz empfunden. Nachdem er einmal Doktorarbeiten aus dem Institut von Ludwig Prandtl, immerhin eines weltberühmten Strömungsmechanikers und Aerodynamikers, in die Hand bekommen hatte, bezeichnete er fortan derartige Arbeiten, die sich mit Fragen der Anwendung befassten, nur noch ironisch despektierlich als Schmieröl und die zugehörige Wissenschaft als Schmierölmathematik. Zu der Doktorarbeit von Maria Pia Gebhardt, die 1932 in der Mathematischen Zeitschrift erschien, schrieb er im Folgejahr einen kritischen Artikel, der aus mehr als 20 Anmerkungen zu ihrer Arbeit besteht. Andererseits lobte Landau nicht strenge Beweisversuche anderer Mathematiker und entwickelte sie weiter, so zum Beispiel die Arbeiten von Ernst Pfeiffer und Adolf Pilz.